So Freunde, wir testen mal noch dieses Silvestergewitter. 2,99 € hat sie gekostet und ich will mich mal selbst überzeugen von dem Set. Also bis gleich zum Test. Wir testen wieder auf Platte. Also bis gleich. Wir fangen mit denen hier an. Ich möchte um bitte Ruhe bitten. Das sind Verarscheböller. Sonst hört man die nicht. So, schon mal eins von vier. Die sogenannten Hirtenböller. Nummer zwei. Ja, Nummer zwei war besser. So, Nummer drei. So, und noch Nummer 4. Also ich finde die jetzt ja nicht mal so schlecht, außer der eine Verpuffer am Anfang. Wir machen gleich mal weiter mit den größeren von denen. Auch wieder alle 4. Sind sehr weich auf jeden Fall. Kann ich ja gleich mal einen zeigen. Also hier, die sind auf jeden Fall sehr weich, kann man schön drücken. Verarbeitung sieht eigentlich ja relativ okay aus, muss ich sagen. Der Wind ist heute. Der Wind ist halt sehr heftig. So. Mal doch. Ja, ich dachte gerade, der ist aus, ja. Also Tropik ist nichts so. Und der letzte. Nee, da hält eine Platte. So Freunde, also ich finde für 2,99 €, obwohl sie eigentlich als schlecht angesehen wurden, sind sie eigentlich relativ okay. Schönes altes Design, dick gemacht und ich kann es euch empfehlen. Also Freunde, macht's gut, bis zum nächsten Video.